Die Geschichte von Chaco oder Giacomo. Ja, dass ihr es noch seht, nachdem ich mich 2012 von ihr in Passau verabschieden musste und ich keinen neuen Hund bekam, hier versuche ich Werbung für einen neuen Hund zu machen, bin ich 3 Tage in einem Krishna-Ashram gewesen, um dann wieder nach Hause zu laufen. Zu Hause habe ich wieder angefangen zu arbeiten und so kam ich an Chaco. Mein neuer Chef hat jemanden gesucht, der auf ihn aufpasst. Ja, Giacomo, der lauteste Hund, den ich je getroffen habe. Ein Ridgeback-Mischling. Ja, wer hätte das gedacht? Ich hatte wieder einen neuen Hund. Giacomo. Wir gewöhnten uns relativ schnell aneinander, obwohl er ja wirklich als Problemhund galt. Wir machten erste Ausflüge. Ja, hier mit dem alten Anhänger, mit dem ich mit Zita unterwegs war. Ja, ein toller Hund. Und so plante ich für 2013. Ich kaufte mir einen gebrauchten 3er Kanadier und 2013 ging's auf die Donau. Wir sind im oberen Donautal gestartet, sind letztendlich bis nach Bratislava gekommen und ja, es war schon eine fordernde Reise. Das große Boot, ich musste es selber umtragen an manchen Stellen. Im oberen Teil der Donau gibt es weder Schleusen noch Ähnliches. Aber wir hatten gutes Wetter. Und ja, hier sieht man jetzt so eine Umtragung. Ich hatte nur einen sehr kleinen Bootswagen dabei. Und ja. Aber es war eine tolle Reise. Chaco hat sich angepasst. Er war am Anfang mehr als wasserscheu. Aber mit der Zeit hat er sich an das Wasser und an den Fluss gewohnt, obwohl er nie ein großer Schwimmer war. Und das sollte er auch niemals werden. Ja, er hat sich wohlgefühlt, denke ich, bei der ganzen Geschichte. Und wir haben allerhand erlebt. Wir haben eigentlich nur im Zelt geschlafen, also meistens wild übernachtet. Ich glaube, vor Regensburg haben wir überhaupt keinen Campingplatz aufgesucht. Ja, es war warm. Aber natürlich nicht die ganze Zeit. Es gab natürlich auch Tage, an denen das Wetter nicht so gut war. Aber wir wussten uns zu helfen. Ja, Chaco hat sich wohl gefühlt. Und diese Reise werde ich nicht vergessen. Regensburg. Ja, vor Regensburg hatten wir noch ein großes Hochwasser, das Jahrhundert-Großwasser mitgemacht, 2013. Hier an der Valhalla. Da muss man natürlich hochsteigen. Und ja, dann ging es langsam weiter Richtung Österreich.
In Passau haben wir Pause gemacht, haben das Boot erstmal liegen lassen und sind für 2 Wochen in den Bayerischen Wald gelaufen. Auch das ein schönes Erlebnis. Dann wieder zurück und wir waren in Österreich. In Österreich haben wir dann meine oder eine meiner Schwestern und meine Tochter getroffen und mit denen sind wir durch die Wachau. Mit dem Schlauchboot im Schlepp, ja, damit eben alle unterkommen. Und wir hatten ein paar wunderschöne Tage. Ja, Giacomo, ganz entspannt. Ja, und dann ging es über Wien Richtung Bratislava. Und hier sind wir dann kurz vor Bratislava. Dort habe ich das Boot ja liegen lassen und es ging zurück nach Deutschland. Wir waren 5 Monate unterwegs gewesen und so freuten wir uns auch wieder auf zu Hause. Und ja, planten schon, was machen wir nächstes Jahr? Zuerst machen wir nur kleinere Ausflüge, genossen die Gegend, die Halde. Es wurde Winter. Ja, easy going eben, wie das ein Rentner so macht. Ich habe zwar zwischendurch immer ein bisschen gearbeitet, aber nie Vollzeit. Und so blieb mir doch eine Menge Zeit, mich Giacomo und ja, auch mir zu widmen. Hier sind wir in der Schweiz. Mühlhausen im Winter. Mit richtig Schnee. Und wie gesagt, die Pläne für 2015 standen. Ich wollte nach Berlin laufen. Wir sind bei mir zu Hause aufgebrochen durch den Schwarzwald. Durch den Odenwald Richtung Main. Unterwegs habe ich zum Beispiel auch Harald Rohler getroffen. Grüße an Harald. Ja, und es war nicht ohne, denn ich habe da diesen Fahrradanhänger dabei gehabt. Da war das ganze Gepäck darauf. Und ja. Es geht eben nicht immer nur geradeaus oder bergab. Es war da auch manche Steigung zu bezwingen. Ja, aber ich war fit und habe dabei wahrscheinlich übersehen, dass die ganze Sache für Chaco wohl ziemlich anstrengend war. Er war immer langsamer unterwegs. Wir mussten immer öfters Pausen machen und dann wurde er zum Schluss der Reise auch noch von einer Hornisse in die Schnauze gestochen. Und so habe ich mich notgedrungen abholen lassen.
Ja, und dann sind wir erstmal wieder zurück. Wir haben kleinere Ausflüge gemacht. Und dann plötzlich stand die Welt auf dem Kopf. Eine läufige Hündin kam vorbei und Chaco ist mit ihr ausgerückt. Das erste Mal, dass er wirklich abgehauen ist. Und kurze Zeit später erreichte mich die Nachricht, Giacomo ist in der Klinik. Er hat die Sache nicht überlebt. Ich musste ihn einschläfern lassen, habe ihn anschließend im Garten begraben. Ja, und war erstmal ziemlich down. Doch dann plötzlich, 6 Wochen später, wurde mir Maya angeboten. Tja, und seitdem sind wir zusammen. Aber auch Giacomo war ein toller Hund.